Moin moin ihr Lieben und willkommen zu meiner Preview zu F1 2020. Heute gucken wir uns das neue Spiel von Codemasters an und dabei hatte ich eine Preview-Version zur Verfügung, eine relativ fortgeschrittene Version, die aber hier und da noch nicht ganz fertig ist. Ich werde auch näher darauf eingehen, wo man das entsprechend merkt. Ich konnte zum Beispiel keine Karriere spielen, ich konnte auch noch nicht in den Online-Modus reinspielen, aber ich konnte mir den Splitscreen anschauen, Time Trial und ebenso den Grand Prix-Modus. Ich werde euch hier größtenteils nur Time Trial Gameplay zeigen, allerdings darf ich über alles, was ich angespielt habe, auch reden. Dementsprechend hier meine Eindrücke zu F1 2020. In dieser Version hatte ich 7 Strecken zur Verfügung. Die beiden neuen Strecken, Hanoi und Zandvoort. Hanoi darf ich euch leider noch nicht zeigen. Zandvoort hat allerdings einen sehr, sehr geilen Flow mit Formel 1 Autos, wie ich finde, auch wenn ich bis jetzt noch nicht so der größte Fan der Strecke war. Und 5 weitere Strecken, die bereits bekannt sind, nämlich Bahrain, Spielberg, ebenfalls auch Monza, Ungarn und Spanien. In Spanien wurde auch der dritte Sektor ein bisschen überarbeitet. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich eine Änderung auf der Strecke ist oder ob das lediglich so ein bisschen optische Änderungen sind. Da bin ich mir noch nicht so zu 100% sicher, aber vielleicht zeigen das die Vergleichsvideos bei mir gleich im Schnitt noch ein bisschen eher, ob das denn tatsächlich eine Änderung ist oder ob da, wie gesagt, eben nur die Optik angepasst wurde. Aber wo wir ja schon bei der Optik sind, springen wir doch mal direkt rein mit dem Thema Präsentation, Grafik und Sound. F1 2020 hat nämlich einige Neuerungen, die man teilweise auch schon in Trailern sehen konnte. Es hat jetzt deutlich schönere Gesichter. Und das sieht man auch in den Zwischensequenzen, das sieht man auch in den Animationen. Ebenfalls hat man neue Porträts der Fahrer angefertigt und das sieht auch ziemlich cool aus. Wie gesagt, ich kann euch das meiste noch nicht zeigen, aber ihr werdet es demnächst hoffentlich dann auch sehen. Und wir haben auch neue Intro-Animationen, Kamerafahrten bei Intros. Und das sieht alles schon ziemlich nice aus. Und ebenfalls, wenn der Fahrer des Tages gekürt wird, auch da sieht man dann eben ein neues Fahrerporträt. Und insgesamt ist die Präsentation doch schon ein bisschen gelungener. Ebenfalls, wenn man zum Beispiel ein Podium feiert, dann sieht das Ganze schon ein bisschen abwechslungsreicher aus als bei F1 2019. Da wurde eben ein bisschen dran gearbeitet und ich finde, das bringt ein bisschen mehr Atmosphäre rein, wenn man da ein bisschen mehr Abwechslung hat. Sobald wir dann auf die Strecke springen, sehen wir, dass wir ein neues HUD haben. Das ist auf den ersten Blick, wie ich finde, erstmal unübersichtlicher und sieht ein bisschen mehr nach Videospiel aus als bei F1 2019. Das kann natürlich jetzt erstmal mein Ersteindruck sein, aber ich habe mir eher das F1 2019 HUD ein bisschen zurückgewünscht. Vielleicht gewöhne ich mich ans F1 2020 HUD, vielleicht auch eher nicht, das werden wir sehen. Wir wissen auch nicht, wie das reale HUD von der F1 2020 Saison aussehen soll. Vielleicht ist es das originale F1 2020 HUD dann auch. Aber wie gesagt, ich konnte dann nicht auf den ersten Blick alle Informationen rausziehen vom HUD und finde, da sind ein paar zu viele Effekte und ein paar zu viele Grafiken eben drauf. Was beim HUD aber sehr cool ist, und das werden wir spätestens beim Grand Prix Modus bzw. in der Karriere sehen, dass ihr beim Zeitenabstand die Zeitenabstände nicht nur pro Sektor seht, also nach jedem Sektor, sondern dass ihr quasi sekündlich aktualisierende Zeitabstände nach vorne und nach hinten habt. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich pro Sekunde ist oder alle 2 Sekunden oder jede halbe Sekunde, aber ihr seht ziemlich in Echtzeit quasi den Abstand nach vorne und nach hinten und wie der sich verändert. Das heißt, ihr könnt nach jeder Kurve gucken, habe ich jetzt in dieser Kurve Zeit gut gemacht oder eben verloren. Das ist eine coole Neuerung, wie ich finde. Das HUD ist auf dem PC immer noch frei verstellbar, und zwar komplett frei verstellbar. Wieder eine sehr coole Sache, wie ich finde. Und soweit ich es im Internet gehört habe, soll jetzt auch die Konsolenversion diese Option bieten. Ich kann das noch nicht 100% verifizieren, aber das ist zumindest das, was ich gelesen und gehört habe. Und wenn das so ist, dann ist es auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Eine neue HUD-Option ist ebenfalls, dass es jetzt ein Virtual Mirror gibt. Das ist ein Spiegel so gesehen, ein Rückspiegel, der nicht im Fahrzeug eigentlich befestigt ist, aber der als Spielhilfe hinzukommt, damit man eben nach hinten hin mehr Übersicht hat. Und das löst viele Probleme aus F1 2019, weil du teilweise Menüoptionen hast, die über den Rückspiegeln, über den Außenspiegeln eben drüber ragen. Oder im Cockpit, da ist es ganz extrem, da siehst du rechts und links deine Außenspiegel eben nicht. Du siehst die Rückspiegel nicht und da hast du jetzt den Virtual Mirror, wie auch in anderen Rennsimulationen. Und das bietet dir eben eine sehr gute Übersicht nach hinten. Da hat F1 endlich mal einen Schritt nach vorne gemacht und andere Simulatoren so ein bisschen jetzt nachgemacht, also beziehungsweise das Feature halt übernommen. Und das finde ich sehr schön. Und aus der Cockpit-Ansicht hat es noch den netten Nebeneffekt,
Das sieht so ein bisschen aus, als ja, schmiegt es sich an die Form des Halos an. Da kann es auch ein bisschen das Halo überdecken. Ist doch schön. Grafisch ist das Spiel, und da habe ich ja schon ein paar Sachen angeführt, schon einen Ticken schöner als der Vorgänger. Und eine Sache, die mir da halt auch aufgefallen ist, ist, dass dieser Glanz der Reifen, wenn sie komplett frisch aufgezogen werden, der in F1 2019 viel zu lange gehalten hat, dass der jetzt nicht mehr so extrem penetrant lange anhält. Also die Reifen, die verlieren diesen Glanz eben deutlich früher, und das ist gut, dass das jetzt nicht wie beim Vorgänger ist, dass es halt viel zu lange da bleibt. Und ein Wort noch zur Performance, die war bei mir sehr gut. Da konnte ich nämlich tendenziell sogar mit einer leicht höheren Framerate und minimal höheren Einstellungen als bei F1 2019 zocken, und das lief bei mir trotzdem sauber, bei mir zumindest jetzt auf 120 FPS und das auch bei Ultra-Widescreen. Und ein Wort nochmal zum Thema Sound. Zum einen, beim Rennstart wird man das demnächst sehen, wenn ich hoffentlich Grand Prix-Gameplay hochladen kann oder Karriere-Gameplay. Der Startsound der Ampeln aus der Realität, dieses leise Pulsieren, das wurde jetzt ins Spiel übernommen. Das klingt extrem cool, wie ich finde. Das bringt nochmal ein bisschen mehr Atmosphäre rein. Und der Sound der Autos, der ist erstmal ungewohnt. Ich muss sagen, da bin ich jetzt nicht ein Fachmann dafür, weil ich nie wirklich darauf achte, ob das jetzt realistischer ist oder nicht. Aber es klingt auf jeden Fall anders. Es klingt erstmal ungewohnt, aber es klingt angenehm, und ich glaube, da kann ich mich daran gewöhnen. Springen wir zum Thema Fahrzeuge und Setups sowie Gameplay. Wir haben alle Fahrzeuge im Spiel erstmal spielbar. Den Mercedes kann ich euch zwar noch nicht zeigen, aber alle anderen Chassis sind erstmal FOM-Chassis, also Platzhalter-Chassis, außer das von Renault. Beim Renault ist schon das fertige Modell im Spiel drin und sieht genauso geil aus wie in der Realität eben auch. In Sachen Setup haben wir eine fast identische Auswahl zum Vorgänger. Außer, dass wir die Reifendrücke für jeden Reifen einzeln wählen können. Wenn man das jetzt für jede Option hätte, also für Spur, für Sturz und für Federhärten und so weiter und so fort, dass man das für jede Seite, vorne links, hinten links, vorne rechts, hinten rechts, anwählen könnte, das fände ich für einen Nachfolger sehr cool. Hier allerdings erstmal nur, in Anführungszeichen, die Reifendrücke, die auf jedem Reifen einzeln anpassbar sind. Und eine Sache, die fällt so ein bisschen auf, beim Thema Bremsen ist der Bremsdruck standardmäßig auf 100%. Und es ist beim neuen Spiel deutlich einfacher, auch ohne ABS gut zu bremsen und keine blockierenden Reifen zu bekommen. Das ist eine Neuerung, die sich durch das gesamte Handling-Modell zieht, weil ihr allgemein sehr viel mehr Grip auf der Strecke habt. Und das ist was sehr, sehr Schönes. Da haben sich viele Formel-1-Fahrer beschwert, dass es im Spiel nicht so realistisch ist. Die Autos in der Realität haben viel mehr Grip. Und jetzt spürst du sowohl beim Bremsen, als auch in der Kurve, als auch beim Kurvenausgang, dass das Auto eben deutlich mehr Grip hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit E-Sport-Setups ausschaut, sobald da ein paar Mal bekannt sind, aber hier mit dem Standard-Setup hat es sich auf jeden Fall sehr angenehm angefühlt. Und ebenfalls habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Optionen bzw. Fahrweisen, die du im Vorgänger nutzen konntest, um so ein bisschen die Physik auszutricksen, dass die nicht mehr so ganz gut möglich sind. Zum Beispiel ist beim Vorgänger Short-Shifting extrem gut gewesen. Teilweise fuhr man eine Kurve im ersten Gang, schaltet schnell in den dritten hoch, um Grip zu haben beim Kurvenausgang. Und hier bringt das gefühlt nicht so viel. Teilweise bringt es was, wenn du einen Gang hochgehst, aber ansonsten dieses extreme Short-Shifting gehört der Vergangenheit an. Und ebenfalls konntest du in den Vorgängerspielen oft ziemlich schnell runterschalten. Und das hat dazu geführt, dass die Motorbremse zusätzlich genutzt werden konnte, sodass du schneller bremsen konntest. Und das Auto hat sich gefühlt pro Schaltvorgang auch ein bisschen mehr immer in die Kurve reingedreht. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sobald du, während du in die Kurve reinlenkst und gleichzeitig runterschaltest, dass das Auto sogar einen Ticken untersteuert. Und das fühlt sich zumindest realistischer an, so wie es auch eben in der Realität ist. Zumindest bei GT-Fahrzeugen ist es so, da solltest du deine Schaltvorgänge größtenteils vor dem Einlenken abgeschlossen haben, weil Einlenken und gleichzeitiges Runterschalten eben dazu führt, dass du so ein bisschen Untersteuern reinbekommst. Das ist jetzt gefühlt auch in F1 2020 drin. Ich weiß nicht, ob man es mit Setup-Optionen irgendwie beheben könnte, aber im Moment fühlt sich das dann schon deutlich authentischer an als im Vorgängerspiel. Ein kurzes Wort zum Thema KI. Da hatte ich ja immer wieder ein bisschen Kritik geäußert in den Vorgängern, und auch hier muss ich sagen, die KI fährt ziemlich hart und teilweise sehr dumm und löst Kollisionen aus, die sehr unnötig sind.
und sie ist von Qualifying zu Rennen immer noch ein bisschen unbalanced. Also im Quali deutlich schneller als im Rennen unterwegs. Etwas, was ich schon bei F1 2019 gemerkt hatte und was sich jetzt auch zum Nachfolger zieht. Zur KI gibt es dann mehr, sobald ich euch dann auch Grand Prix Gameplay hochladen kann. Jetzt allerdings erstmal zum Thema ERS und Sprit. Ihr habt im Rennen beim Sprit drei verschiedene Modi, nämlich Mager, Mittel und Fett. Und im Quali habt ihr ebenfalls noch den Max-Modus, da hat sich nichts verändert. In Sachen ERS hingegen schon. Sowohl im Qualifying als auch im Rennen habt ihr jeweils zwei Modi ERS. Im Qualifying habt ihr das ERS abgeschaltet oder auf Hotlap. Heißt also, ihr könnt auf Knopfdruck das ERS aktivieren und dann auch in der Hotlap nicht mehr auf Überholen oder so. Und im Rennen könnt ihr das ERS auf Low, das ist die Standardeinstellung, lassen oder auf Overtake gehen. Und das sind die beiden Optionen, die ihr dann im Rennen habt. Das ERS wurde also deutlich vereinfacht. Es gibt keine Zwischenschritte mehr mit niedrig, mittel, hoch und dann überholen und dann Hotlap auch noch im Rennen und so weiter und so fort. Es gibt keine 6 Modi mehr, die ihr im Rennen und im Quali eben anwählen könnt, sondern jetzt insgesamt nur noch 2, sowohl im Quali als auch im Rennen. Zumindest Stand jetzt. Und das ist eine sehr, sehr angenehme Neuerung. Und wir kommen nochmal zum letzten Punkt, nämlich zum Thema Splitscreen. Der funktioniert, der Modus. Ja, ich hatte ungefähr eine halbierte Framerate, ich hatte rund 60 FPS bei mir, als ich den Splitscreen-Modus angeworfen habe. Ich würde jetzt mal ausgehend davon schätzen, wenn es auf der PlayStation 4 oder Xbox One oder auf dem PC ein bisschen schwächer mit 60 FPS läuft, dass man dann immer noch ungefähr die Hälfte der Framerate hätte. Wenn es also mit 30 FPS läuft, das wäre dann schon eine ziemlich coole Sache und ich glaube, da kann man auch einige sehr coole Sessions haben im Splitscreen und das ist der erste Splitscreen-Modus der F1-Reihe seit F1 2014. Ist also eine sehr coole Sache, da haben sich auch extrem viele Leute schon drüber gefreut und ich freue mich entsprechend auch drüber. Und insgesamt als Fazit, was können wir da mitnehmen? Ich muss sagen, F1 2020 macht einige sehr, sehr gute Schritte nach vorne. Abgesehen von der KI, die ich immer noch ein bisschen doof finde, da muss man immer ein bisschen lernen, mit der KI umzugehen. Und auch wenn eine Überholmöglichkeit richtig cool sein würde und aussehen würde, zum Beispiel in Zandvoort aus der letzten Kurve heraus außenrum, egal wie legitim dein Manöver da sein mag, die KI wird dich immer in die Wand fahren dort. Und da muss man sich einfach an die KI gewöhnen. Aber abgesehen davon finde ich, das Spiel macht sowohl in der Präsentation, bei Sound, bei Grafik, aber ebenfalls, und das sind die wichtigeren Punkte, bei Handling und ERS eine sehr, sehr gute Figur und entwickelt sich da extrem stark weiter. F1 2020 fühlt sich so an, als hätte Codemasters die richtigen Rückschlüsse gezogen aus dem ganzen Feedback der Formel 1 Fahrer, die eben gesagt haben, das ERS fühlt sich nicht realistisch an und die Autos haben viel zu wenig Grip, und als hätte Codemasters da eben genau dieses Feedback auch umgesetzt. Ist also sehr, sehr angenehm zu fahren. Und ich würde sagen, wenn ihr noch Bock habt auf weiteres Gameplay, dann checkt doch den Kanal aus, den ich euch dann gleich verlinke in der, in der Endcard. Und außerdem, wenn es euch gefallen hat und weiterhelfen konnte, lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo raushauen, ihr Lieben, damit ihr nichts weiteres verpasst. Ansonsten gerne auch demnächst wieder einschalten. Und wenn ihr F1 2020 jetzt schon safe vorbestellen wollt, dann tut das doch sehr, sehr gerne über meine Links in der Beschreibung oder vielleicht auch als Top-Comment angepinnt. Wahrscheinlich ein bisschen verspätet das, aber naja, in der Beschreibung findet ihr die Links trotzdem. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Haut rein.